Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreibel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ich weiß nicht, warum ich anfangen muss zu lachen, aber es ist einfach so. Ich weiß nicht. Wie heißt der Typ? Dr. Gunther Kreidel. Alter, ich finde das immer so geil, was die Amis sich mit deutschen Namen ausdenken. Willkommen bei Sniperlied. Nimm an, Tom. Ach so. Ja, moin, Tom ist auch dabei. Wir spielen heute Sniper Elite V2, was für Version 2 steht oder so ähnlich. Auf jeden Fall den zweiten Teil. Wow, oh, krass, ey, da ist er. Guckt ihn euch an, seiner ganzen Pracht. Ups, war das falsch? Was? Dass ich den abgeknallt hab. Nee, was mir nur gerade auffällt, ist, dass ich gerade nur 58 Frames hab. Scheißegal. Ah, für mich nicht. Für mich ist das schon wichtig. Wenn ich weniger als 60 habe, ruckelt das. Also hat das beim Rendern so Probleme. So, haben wir den ersten. Ich hab das jetzt mal hier so als Nebenbei-Projekt. Jetzt habe ich wieder 60. Ganz komisch. Ah, da vorne ist das Ziel. Ey, immer wenn ich hier die Sonne. Konnte man sich irgendwie hinter so. Warte mal, ich mach mal kurz V-Sync aus. Mhm. Wenn ich das hier machen kann. Wie konnte man sich hinter Ecken verstecken? Das ging doch irgendwie, oder? Ja, mit Q. Okay. Ja. Warte auf Antwort des Partners. Steht da. War jetzt ja noch schlimmer, als ich V-Sync ausgemacht habe. Ganz komisch. Alter. Vorne sind doch gar keine Feinde, oder? Ich glaube, oben in den Häusern sind die. In den Häusern? Oh, guck mal, hier kann man aber auch noch reingehen in das Haus. Ich esse hier irgendwas. Nee, hier ist nichts. Gehen. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier. Hier rein. Da vorne ins Haus. Ich glaube, pass aber auf, hier könnten auch Fallen liegen. Ich meine, man konnte die mit F ausschalten. Und da ist einer. Mit Leertaste. Mit Leertaste. Zack, da ist ein weg. Der kleine Spacko. Unten ist nichts. Warte auf anderen Spieler. Moment, ich guck mich gerade hier um, ob hier jemand ist. Wir müssen halt ins andere Gebiet. Ja. Jetzt habe ich 180 FPS, das ist ganz komisch gerade. Hier glaube ich runter. Was ist? Da vorne sind Feinde. Nimmst du den hinteren von den beiden? Wo bist du denn im Moment? Hinter dir. Die haben dich gesehen. Wofür ist dieser weiße Schatten? Das ist dafür, dass sie wissen, wo deine letzte Position ist. So. Okay, ich nehme den ganz in der Mitte, ne? Von den dreien. Nimmst du irgendeinen außen? Okay, geht schon los. Oh, die Bullet Cam. Bäm! Direkt ein Header. Zack! Jetzt geht's los. Alter, die Bullet. Fast zwei mit einem. Oh, jetzt kommt deine. Oh, Alter. Durch den Hals. Siehst du die auch? Ja, ja, ich sehe die 200 Meter. Krasser Shit, ey. Ist da oben noch einer?
Alter, aus dem Lauf heraus. Oh, ich auch. In den Kopf. Nee, ja doch. Beweglicher Kopfschuss. Mal weiter vorrücken. Wo bist du da? Hinter dir. Das ist ein Flieger. Aber wir müssen da rein. Ja. Warte mal grad. Ich muss noch mal kurz raus. Ich will noch mal. Gucken wir mal grad. Anzeige. Das stimmt. Ich guck mal grad, was ich. Aha. Ich mach mal. Die auf 8. Aufwendige Schatten. Ja, ist mir eigentlich egal. Ich habe das jetzt mal Anti-Aliasing runtergedreht. Auf 8. So, geht nochmal rein. Fürs Erste geht's. Was mit dir? Ha? Zack. Ah, du bist direkt in der Nähe. Ich meine, da vorne sind noch welche. Wir haben das hier ja schon mal gespielt. Ja, aber es ist schon so lange her. Meinst du, ich kann mich hier noch an irgendwas erinnern? Warte auf anderen Spieler. Aha. Hier liegt irgendwas. Eine Uhr. Ach cool, so eine steht bei meinem Opa oben. So eine. So eine ganz alte. Die läuft sogar, die hier. Krass. So, ich wette, hier rechts wird jetzt eine Welle sein. Deswegen wird hier auch Munition liegen. Da vorne. Soll ich mir den vorderen nehmen? Warte. Ah, die kann man doch bestimmt beide mit einem kriegen. Wenn sie den Kopf. Wenn eine. Siehst du die zwei da am Zaun? Ja, ich erwische aber nur einen. Soll ich den hinteren? Warte. Oh, gerade. Jetzt! Ja! Fuck. Beide erwischt. Boah. Nice. Hast du automatisches Nachladen an? Ich glaube schon, aber ich lade trotzdem nach. Okay, weil es nervt mich gerade irgendwie, wenn ich nicht schießen kann. Die Musik läuft noch, aber ich sehe keinen Gegner. Nein. Doch da. Och Mist, Bam. Ich hab mal daneben geschossen. Oh, was ist denn hier? Zweimal daneben, das geht so nicht. Muss man an einer Präzision arbeiten. Ah, und hier müssen wir, glaube ich, genau, den C4 aufsammeln. Hammer. Den müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwo anbringen, genau. Machst du da? Guck mal gerade. Hier was? Hä? Scheiß Zaun. Jetzt läuft's doch mit der Framerate gerade. Das finde ich ganz gut. Das heißt, die Ab- und Zug-Ruckler dürften eigentlich jetzt AD sein. Oh, zack. Erwischt. Gut, Musik ist weg. Zack, ist dran. Jetzt müssen wir, glaube ich, zu so einem Aussichtspunkt. Ah ja. Übrigens mit der AK meine ich, kannst du schneller laufen. Ah ja.
Oh! Wow! Ach, eine alte CB-Funkstation. Die haben hier meinen Status gesehen, die müssen ja irgendwo sein, ne? Ich denke mal irgendwo draußen oder weiter oben. Wir müssen ja, glaube ich, ganz nach oben. Okay, die sehen nämlich gerade irgendwie die ganze Zeit meinen Standort. Hier ist noch Munition. Okay. Das ist ja noch nicht der Punkt. Der ist da hinten. Müssen wir hier rüber? Nee, oder? Nee, ich glaube, wir müssen irgendwo hin, oder? Ich wurde schon wieder gesehen. Wir beide wurden gesehen. Warte mal, dann kann das vielleicht sein, dass da hinten irgendwo Feinde sind, die wir jetzt ausschalten müssen. Ja, da hinten! Auf dem Dach! Zack! Wie hast du dich hingelegt? Mit C gedrückt halten. Was ist geil, wenn da oben fliegt einfach mal so ein... Hä? Sag mal, schwebt bei dir da oben auch eine V2 in der Luft? V2? So eine Bombe. Bei mir schwebt da eine Bombe in der Luft. Da oben. Diese Zeppelin-Dinger. Das ist doch kein Zeppelin. Also bitte. Das Ding, das sieht aus wie eine Granate. Und außerdem hat ein Zeppelin unten so ein Ding dran, wo die Leute drin sitzen. Wo sollen die Typen denn sein? Ich habe den Typen schon erledigt. Irgendwo müsste aber noch einer sein. Guck, der war da hinten auf dem Dach. Wieso kann ich jetzt nicht auch so? Jetzt kann ich auch stehen. Wo könnten die sein? Wir müssen irgendwie da hochkommen, ne? Ups, Alter. Fallschaden ist aber auch übel. Wie hast du eine Idee, wie wir da hinkommen? Ich überlege. Ich hab mir erstmal neue Munition. Oh, fuck. Ist auch runtergefallen. Ja. Die Stelle, ey. Wo müssen wir überhaupt hin? Jetzt muss ich mal gucken. Wo wird denn hier was angezeigt? Da! Ach, da! Da! Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Da kommen wir nicht durch. Irgendwo müssen wir auf die andere Seite kommen. Ja, ja. Ist ja klar. Oh. Hier nicht. Vielleicht hier. Nee. Auch nicht. Ah! Man kann darüber klettern. Oh, super. Über den Schrank. Oh, Cutscene! So muss aber wirklich ein typisch Deutscher aussehen, ne? So. Ich glaube, wir müssen dann gleich, wenn der Typ da vorbeifährt, auf die Sprengladung schießen. Das mache ich mal. Die sind schon vorbei mit dem Auto, oder? Nein, der Typ noch nicht. Der kommt jetzt vorbei. Genau da. Zack. Errungenschaft. Ist das nicht irgendwie ironisch, dass wir Deutsche töten müssen? Aber wir sind ja eigentlich ein Russe in dem Spiel. Ich glaube, als das bei mir gerade explodiert ist, haben die einfach ganz gerade da drin gesessen. Hä? In dem Auto. Cutscene? Nee! Ein Tiger oder ein Leopard? Leopard heißt der, glaube ich, ne? Der Deutsche. Ja, aber das ist ein Alter. Weiß ich nicht, ob der da schon Leopard. Alter, wir müssen da glaub. Alter! Die Deckung. Ich geh mal hier hin. Erstmal Alter, der Panzer. Ach fuck, wir hätten unten Minen verbauen sollen. Ach, eine passt Landmine. Schon. Ist egal. Zack. Dann erledigen wir die Feinde halt so. Wir müssen ja nicht im Radius des Panzers sein. Ja, aber der Panzer geht uns halt trotzdem auf die Eier. Ich hab die Feinde gerade überhaupt nicht auf dem Radar. Au! Alter! Kann ich irgendwie so eine Landmine halt da runterschmeißen? Das würde, glaube ich, nicht viel bringen, ne?
Wir müssen hier runter. Ich weiß, aber ich will erstmal die Feinde erledigen. Oh fuck, ich hab mich geschossen. Ja, ich guck mal, ob ich von hier unten welche erwische. Hammer. Boah. Der hat mir gerade genau ins Visier reingeballert. Dann sind da noch viel mehr. Ey, wieso ballert der denn die ganze Zeit auf mich? Weil er mich gerade nicht im Visier hat. Da vorne. Ey, der hat jetzt schon dreimal hintereinander auf mich geschossen. Bin ich blind oder was? Da! Zack. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das ist doch voll für den Arsch gerade. Was müssen wir eigentlich machen? Oh! Oh oh. So, hier lang? Ja, wir hätten da Landminen hinlegen müssen. Ja, das ist klar. Aber nur, um uns abzusichern. Wow! Ja, damit der Panzer. Wir kriegen den nicht gekillt. Wir müssen den Panzer nicht killen. Ja, wir müssen da irgendwie wegkommen. Da hinten hin. So ganz einfach. Raus und rennen. Oh fuck. Ich hab ne Landmine platziert. Da sind Feinde. Ich vermute nicht zu knapp. Hier geht's. Oh, noch geschafft! Noch so ein blödes Auto. Du hast auch die Katzen, oder? Ja. War, glaube ich, das Ende der Mission. Ja, ich hab mir das Ding eingesammelt. Boah, das war aber. Keine Flaschen und keine Goldstücke. Ach, weiße Flaschen. Wir sind Flaschen, dann habe ich was. Wir sind noch zwei Flaschen, also haben wir es eh geschafft. So, Punkte 8565, höchste Punktzahl für Schuss. Oh, Genauigkeit was? Für Zielfernrohr. Du hättest doch eigentlich eine viel höhere Genauigkeit haben, eigentlich. Wie viel hast du Genauigkeit? 62%. Ich hab 83. 16 Minuten Spielzeit haben wir für die erste Mission gebraucht. Nicht schlecht. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Assistieren bei der ersten Mission, ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Sniper Elite V2. Ich sage mit einem schönen Deutschland auf Wiedersehen. Tom? Mhm. Willst du nicht auch noch auf Wiedersehen sagen? Tschüss. Tschö.